seinen Gegner vor dem Spiel ein bisschen informiert wird. Unter anderem wird hier gesagt, dass der FC Bayern einen zusätzlichen Mann im Spielaufbau gerne mal einsetzt. Naja, bin ich mal gespannt. Grundsätzlich zum Gameplay ist zu sagen, dass hier nicht allzu viel verändert worden ist. Man sieht auch die alten Einlaufsequenzen, wie sie schon seit FIFA 07 bestehen. Kommentatoren immer noch Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Dann ein kurzer Überblick über die Aufstellung und das Spiel geht los. Also im Gameplay hat sich sicherlich nicht allzu viel getan, muss man jetzt sagen. Hier und da vielleicht eine kleine Verfeinerung, gerade was den Abschluss angeht, sage ich mal. Ich hoffe, man kann das auf meiner Kamera hier einigermaßen erkennen, was hier vonstatten geht auf dem Spielfeld. Oh je, da geht der FC Bayern in Führung. Ich muss dazu sagen, die PlayStation 2-Version bin ich nicht mehr allzu geliebt. Naja, egal, keine Ausreden. Jetzt geht's los. Die Grafik sicherlich auch nicht so gut wie die auf der PlayStation oder auf der Xbox. Also auf der PlayStation 3 oder auf der Xbox. Sag mal, das gibt's doch nicht. Eieiei. Und das 2:0. So. Boah, die werden aber gut gedeckt hier, meine Spieler, und so ist es natürlich relativ schwer, da durchzukommen. Das gibt's doch nicht. Da habe ich gerade noch davon gesprochen, dass der Abschluss bei FIFA ein bisschen verbessert worden ist. Ja, in dieser Situation, muss ich sagen, hat sich das nicht unbedingt bewahrheitet, aber es ist tatsächlich so, normalerweise, wenn man gerade auf das Tor zuläuft und abzieht, dann ist es auch tatsächlich so, dass der Ball meistens seinen Weg ins Tor findet und man nicht meterweit nebendran schießt. Und Kevin Kurani, endlich mal ein Treffer für mich. Keine Mühe, kein Problem für ihn, den Ball hier im Tor unterzubringen. Was ich gerne noch gezeigt hätte, was hier aber leider nicht eingeblendet wird, ist eine weitere Neuerung, und zwar, dass man nun über die Spielstände der anderen Teams informiert wird. Also da werden dann Zwischenergebnisse eingeblendet, wie spielt zum Beispiel 1899 Hoffenheim, oder wie spielt Borussia Dortmund, oder wie auch immer gerade. Immer wenn ein Tor fällt, wird man hier informiert. Ivan Rakitic. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Die meisten Tore fallen anscheinend bei Bayern gegen Schalke. So. So viel also zum Gameplay und generell zu meinem kleinen Review von FIFA 10. Wie gesagt, Gameplay ein klein wenig optimiert worden, Grafik und der Rest. Und ein Supertor. Naja, ist immer noch eben der alte, da ist ja, der Ausgleich, die Führung ist dahin. Ist immer noch beim Alten geblieben. Alles wieder offen. Ja, und der Ausgleichstreffer kam genau. Also technisch sicherlich keine großartige Veränderung, aber ist ja auch kein Wunder, weil die PlayStation 2 Zeiten sind endgültig vorbei. Das merkt man mit diesem Titel deutlich. Nichtsdestotrotz ein schönes Plus, wie gesagt, die russische Liga und ein paar schöne neue Spielmodi machen dieses Spiel doch durchaus erwähnenswert, sollte man die vorigen Versionen nicht besitzen. Eine enge Partie bis jetzt, aber wenn ich mir die Chancen ein durchschnittliches ansehe, FIFA, also ich will ja nichts beschreien, aber so viele aber für Fußballfans, gerade für Fans der russischen Liga, sicherlich zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal.